Mahlzeit. Ja, also geht darum. Wir waren jetzt krank. Immer noch leicht angeschlagen. Aber Zigarette schmeckt wieder. Und unser Wagen stand jetzt auch 4 Tage. Logischerweise vor der Haustür. Und ab und zu nur ein bisschen mit dem Privatwagen gefahren, aber es war nur Freitag und Sonntag. Folgendes, geht bald weiter. Also, ist das Auto dreckig. Und bei mir, wir mögen das nicht, wenn das Auto so dreckig ist. Ganz ehrlich. Die Grippe ist bald vorbei. Bloß uns hat es voll weggehauen. Keine Ahnung warum. Hatten uns erwischt. Und geht bald wieder weiter. Und zwar wird sich noch so einiges ändern. Aber das werdet ihr im Laufe des diesen Monat, nächsten Monat sehen. Vermute ich mal. Der Dicke hier geht weg. Ja, kommt ein Sprinter. Und ich denke mal nächste Woche, vielleicht nehme ich auch schon Montag auf, habe ich das ja nie wieder vorne drinne hängen. Und ja, es wird eigentlich nur ein kleines Infovideo sein. Heute Sonntag. Und ein guter Arbeiter ist Sonntag auch immer unterwegs. Ist ja normalerweise. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Aber ich füge es noch hinzu. Ja. Also. Wie ich gesagt hatte, wird es wahrscheinlich nächste Woche weitergehen mit den normalen, ja, was heißt normal, den Videos, weil wie gesagt, wegen der scheiß Erkältung war das jetzt und das war jetzt auch nicht so spektakuläres, wo ich sage, ist gerade ein bisschen komisch mit der Kamera so zu reden oder besser gesagt, in die Kamera zu reden. Ja, ist normalerweise normal, sage ich jetzt mal, ne? Ja, ich weiß noch nicht, wie das ankommt. Auf jeden Fall Mercedes-Benz Notdienst. Da werden wir jetzt ein bisschen zurückgeschraubt. Weil wir da einfach auch zu viel fahren. Mittlerweile. Weil mittlerweile fährt gar keiner mehr außer wir. Und wie gesagt, die ganze Sache bei Mercedes wird sich auch ändern mit der Zeit jetzt. Mehr sage ich aber noch nicht. Also nächste Woche wird es weitergehen, aber ich weiß noch nicht wann genau. Vielleicht hänge ich auch direkt Montag schon das neue Video raus. Weil ich nehme es ja nur auf, ein bisschen schneiden, damit die Zeit nicht komplett an Arsch ist. Weil wenn man zu Hause ist, muss man auch nochmal mit dem Hund raus. Da hat man auch nicht mehr so viel Bock. Hund muss raus, da musst du dann noch ein bisschen schneiden, aber ein paar Minuten schneiden. Mercedes-Benz Notdienst, der eine Teil davon ist gut angekommen, aber ich denke mal nur, weil ich ein Mixtape runtergepackt habe, wahrscheinlich. Naja, also wer das Video sieht, nächste Woche geht's weiter. Jawohl. Falls ich jetzt nicht gerne eine Sperre reinkriege wegen dem Lied, muss ich es normal aufnehmen. Also, schön ausruhen.